Ja, hallo, lieben Christian Schmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach, Psychologe. Und dieses Mal Videoblog. Wenn du auch Fragen an meinem Videoblog hast, kannst du über ein Formular auf liebeschipp.de machen. Da findest du auch meine Kurse. Ich gucke auch gerne mal in die weniger bekannten Kurse rein. Glaubenssätze jenseits von Ego, Angst und Narzissmus, auch echt ein cooler Kurs. Spiritualität und ein nice, geiles Leben, selbst wenn du dich nicht so für Spiritualität interessierst, einfach so ein bestimmtes Mindset zu kriegen, kann ich alle sehr empfehlen. Und natürlich auch die neuen Bindungsangstkurse, ne? Modul 9, passive Bindungsangst zum Beispiel und so weiter. Ja, heute knackige Frage zur Polarität von einer Zuschauerin. Hallo Christian, ich habe heute eine Frage zur Polarität. Ich bin in vielen europäischen Ländern unterwegs und habe den Eindruck, dass das ein spezifisch deutsches Problem ist. Ja, den Eindruck habe ich auch. Also vielleicht nicht nur Deutschland, kann sein, ehrlich gesagt bin ich nicht so viel unterwegs. Also freue mich über euer Feedback an der Stelle. Ich könnte mir vorstellen, dass es in nordeuropäischen Ländern vielleicht genauso ein Problem ist mit der Polarität. Du schreibst weiter, polnische und französische Frauen zum Beispiel benehmen sich total weiblich, sind aber trotzdem total emanzipiert. Ja, kann ich nur, ich habe da nur beschränkte Erfahrungen, hatte meine italienische Freundin und fand die auch mega in ihrer Polarität und auch mit ganz kleinen Erwartungen an die Polarität des Mannes, fand ich auch super spannend. Also es war für sie so eine absolute Selbstverständlichkeit. Und ja, deswegen ist es ja auch so schade, dass es unserer Gesellschaft schon negativ ist, wenn ein Mann mal eine Frau ansprechen will. Und das ist auch, ich war oft in Italien da viel lockerer, ne? Dann wird es eben, ja, wird es eben probiert und man kriegt eine Abfuhr und keiner ist böse. Und ja, also ich weiß auch, ich finde das in Deutschland auch ganz schwierig und ich mache mir auch wirklich manchmal Sorgen, dass wir in Deutschland echt komplett auf dem absteigenden Ast sind, also so, was nicht, wissenschaftlich, wirtschaftlich sowieso und mit diesen ganzen Pseudo-Neuerungen im Miteinander hier auch und ja, kann man sich wirklich nur die Haare raufen, wo sind wir da hingekommen? Und irgendwie werden echt so die falschen Anreize gesetzt, finde ich, man labert irgendwie nur noch, anstatt einfach mal das zu machen, was funktioniert irgendwie. Und also so ein schönes Land, aber ich finde es auch echt schwierig, muss ich echt sagen. Ich würde das Thema gerne weiter untersuchen, daher meine Frage, ob du vielleicht nochmal die Begriffe Polarität und Emanzipation aufdröseln könntest. Wie grenzt du diese beiden voneinander ab? Was ist was genau? Ich würde mich sehr freuen, mehr dazu zu hören, am besten auch mit Literaturtipps. Also ob es da jetzt viele gute Literaturtipps zu gibt, weiß ich nicht. Ich werde ja mein viertes Buch drüber schreiben, bin schon dabei. Könnt gerne ja was drunter schreiben, wenn ihr ein gutes Buch dazu kennt. Aber die Abgrenzung ist eigentlich erstmal einfach, weil Polarität hat einfach auch vor allen Dingen mit so, wie wir sind als Menschen, und mit Selbstliebe auch zu tun. So ist es überhaupt nichts, sich klein zu machen oder so. Also du kannst als Frau in deiner weiblichen Polarität sein und trotzdem super selbstbewusst, also Selbstbewusstsein gehört auch zur Polarität, meine ich, super selbstbewusst, absolut also sich gleichberechtigt fühlend und seiend, mit Männern emanzipiert, klare Grenzen haben. Da gibt es überhaupt kein Vertun, so, das hat gar nichts miteinander zu tun eigentlich erstmal so, ne? Und auch von Seiten des Mannes, in der männlichen Polarität ist auch die Frau zu verehren, so, ne? Und nicht irgendwie sie schlecht zu behandeln oder so ein Bad Guy zu sein, der sie schlecht behandelt oder so, überhaupt nicht. Das hat alles mit, also wenn Menschen wirklich in der Polarität sind, dann genießen sie ihren Dating-Prozess, ja, räumen sich beide alle Rechte ein. Das, man kann jetzt Polarität auch nicht auf eine Sache runterbrechen irgendwie, ne? Dass Männer dies nicht dürfen, aber Frauen das nicht dürfen, das ist wirklich so ein Mindset und so eine Energie und hat eigentlich mit Gleichberechtigung, die selbstverständlich sein sollte in allen Bereichen und wo sie nicht ist, kann sie gerne umgesetzt werden und hat damit gar nichts zu tun, aber was es eben nicht ist, ist Gleichmacherei. Polarität erkennt an, dass
Menschen unterschiedlich sind. Das heißt auch nicht, dass alle Frauen in einer weiblichen Polarität sind, alle Männer in einer männlichen Polarität, oder dass es nicht divers und queer gibt. Hat damit auch gar nichts zu tun, sondern einfach nur, so wie ich das hier behandle, nur in welcher Energie du gerne daten möchtest. Nichts weiter. Du kannst auch abends in deiner weiblichen Polarität sein und morgen stehst du auf und gehst zur Arbeit und musst als Frau vielleicht in deine männliche Polarität gehen. Auch damit hat es nichts zu tun. Es geht nur um deine Dating- und Beziehungspolarität und nichts weiter. Ne? Und was man aber schon sagen kann, ist, dass meiner Meinung nach der Feminismus vielleicht das Kind so ein bisschen mit dem Bade ausgeschüttet hat und so um diesen Versuch, der wirklich wichtig ist, auch in den letzten Jahrzehnten, dass Männer und Frauen gleiche Rechte haben, gleiche Rechte und Pflichten, ist so ein bisschen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet worden, das quasi auch irgendwie transportiert wurde. Männer dürfen sich nicht mehr wie Männer benehmen und sollen soft sein oder ich weiß nicht was. Und da sind alle mit unzufrieden. Die Männer sind mit unzufrieden, weil sie keine Ergebnisse mehr erzielen. Die Frauen sind unzufrieden, weil sie sagen, es gibt keine Männer mehr. Und darum wird es zumindest mal ein Buch geben. Und es gibt ja auch einfach auch super viele wissenschaftliche Erkenntnisse. Also das ist ja nicht so ein Punkt, wo man da ins Leere redet. Ne? Also ich recherchiere gerade ganz viel zur stammesgeschichtlichen Entwicklung des Menschen, so biologische Forschung und was weiß ich. Oder ist das ethnologische Forschung, interkulturelle Forschung? Und ich bin wirklich, kann ich immer wieder sagen, so überrascht, wie sehr unser Verhalten durch bestimmte genetische, epigenetische Programme, also nicht komplett determiniert ist, aber vorgegeben ist. Und ja, das macht einfach keinen Sinn, da mal gegen anzukämpfen so, ne? Und zu sagen, ja, das ist aber nicht so und ich weiß nicht und wollen wir nicht so. Dann macht das Leben einfach keinen Spaß mehr an diesem Punkt, ne? Und da wird so viel Quatsch erzählt und also so sehr ist unsere menschliche Sexualität dann doch nicht kulturell überformt, dass es nicht überall die gleichen Strukturen gibt. Und ja, die Gesellschaft kann sich dagegen stellen und nur das, du kannst als Gesellschaft zwar sagen, wir wollen das und das jetzt sanktionieren, aber du kannst nicht wollen, was du willst. Du kannst nicht, wenn du zum Beispiel auf Männern in ihrer Polarität stehst, kannst du nicht wollen, dass du es nicht mehr tust, sondern auf softe Männer stehst. Es funktioniert einfach nicht. Ne? Also softe Männer im Sinne von Softies und luschig und so weiter. Ne? Ja, aber ich bin gespannt auf eure Kommentare. Hab's ja im letzten Video schon gesagt, freue mich auch immer wieder über Kanalmitgliedschaften oder wenn ihr so ein Thanks hier da lasst. Das gibt's ja jetzt unter jedem YouTube-Video. Und ja, guckt doch gerne mal in mein Buch rein und aktuelles, das ist das Aktuelle. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.